Guten Morgen, Deutschland. Es ist Dienstag, der 3. September. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Ich bin Jan-Malte Andresen. Patrick Schlereth hat die Redaktion bei der FAZ heute. Und darum geht's gleich. Die Ampel will weiter durchhalten. Der Migrationsgipfel steht an. Und der Fall Winterkorn geht endlich vor Gericht. Gleich mehr dazu. Hier ist noch ganz fix die Nachrichten aus der Nacht. Die Hamas hat damit gedroht, dass die in den Gazastreifen versteppten Geiseln in Särgen zurückkehren werden, wenn Israel weiterhin militärischen Druck ausübt. Derweil hat der israelische Regierungschef Netanyahu sein Volk um Vergebung gebeten, dafür die Geiseln nicht lebend zurückgebracht zu haben. Er drohte zugleich aber mit Vergeltung, die Hamas werde einen hohen Preis dafür zahlen, sagte er in einer Fernsehansprache. Die Mongolei ignoriert den internationalen Haftbefehl gegen Russlands Präsident Putin. Der ist gerade auf Staatsbesuch in der Mongolei und damit erstmals seit Kriegsbeginn in einem Land, das den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt. Die Ukraine fordert die Festnahme von Wladimir Putin. Und neuer Rekord im Hotdog-Wettessen in der Nacht unserer Zeit hat Joey Chestnut in Las Vegas seinen früheren Weltrekord übertroffen. 83 Würstchen samt Brötchen verspeiste er innerhalb von 10 Minuten. Zuvor lag seine Bestleistung bei 76 Hotdogs. Es gelingt uns offenkundig nicht, und das müssen wir eingestehen, als Partei der Arbeit die Herzen unserer Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Das sagt die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken gestern in Berlin nach den schlechten Ergebnissen für die SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Klar ist aber auch, hätte die Partei den Einzug in die Landtage verpasst, dann wäre die Debatte um den Kanzler Olaf Scholz wohl nicht mehr zu kontrollieren gewesen. So hat der Kanzler eine Schonfrist bis zur Wahl in Brandenburg in knapp 3 Wochen bekommen. Die SPD-Parteispitze will eine Personaldebatte vermeiden. Saskia Esken sagt, der Bundeskanzler muss von mir nicht in die Pflicht genommen werden. Er ist bereits in der Pflicht und übernimmt die Verantwortung jeden Tag. Und weiter sagt sie: Olaf Scholz ist unser starker Bundeskanzler und er wird unser starker Kanzlerkandidat sein. Wir haben in der vergangenen Bundestagswahl in den letzten Monaten den Wind gedreht und das wird uns auch dieses Mal gelingen. Der Kanzler selbst findet die Ergebnisse von Sachsen und Thüringen bitter, wie er auf Instagram schreibt. Aber die SPD habe zusammengehalten, die düsteren Prognosen seien für seine Partei nicht eingetreten. Also einfach weiter so. Noch bekennen sich die Ampelparteien zur Fortführung des Regierungsbündnisses, auch wenn das Bekenntnis von Grünen-Chefin Ricarda Lang eher nach Durchhalten als nach Aufbruch klingt. Wir haben Verantwortung für 4 Jahre übernommen und sind auch weiterhin bereit, der gerecht zu werden, so Ricarda Lang. Und weiter: Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt zusammensetzen und überlegen, wie kann eine neue Stabilität aussehen für das Land. Auch FDP-Parteichef Christian Lindner hält am Verbleib in der Ampel fest und weist damit unter anderem den Thüringer Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich in die Schranken. Lindner sagte auch das: Die klare Botschaft ist, es muss sich etwas ändern. Und insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Die FDP war in Sachsen und Thüringen deutlich an der 5%-Hürde gescheitert. Dann gucken wir in die beiden Länder, in denen gewählt wurde. Erst einmal nach Thüringen. Dort wird sich die Regierungsbildung besonders schwierig gestalten. Eine solche Situation löst man nicht über Nacht, sagte CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt. Jetzt geben wir das mal an, zuerst mit der SPD und dann mit BSW und dann werden wir schauen, wo wir stehen. Wir haben momentan eine Pattsituation. Möglicherweise also eine Koalition mit BSW und SPD. Zusammengerechnet haben die drei Parteien 44 Sitze im Erfurter Landtag. Die anderen 44 Sitze entfallen auf die AfD und die Linkspartei, eine Pattsituation. Mit der Linkspartei zusammen hätten CDU und BSW eine Mehrheit. Vogt hält allerdings am Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU gegenüber der Linkspartei fest. Trotzdem sagt der abgewählte linke Ministerpräsident Bodo Ramelow auch gestern noch einmal: Ich werde noch mal deutlich sagen, dass ich auch mit unserer Partei gemeinsam alles tun werde, dass dieses Land eine Mehrheitsregierung bekommt, die auch im Parlament über eine eigene Mehrheit verfügt.
CDU-Chef Merz bekräftigte allerdings, es bleibe dabei, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und mit der AfD ablehne. Der Beschluss gilt und damit umzugehen wird dann auch Sache der beiden Landesverbände in Sachsen und in Thüringen sein. Das Regieren in Thüringen wird auch durch das starke Ergebnis der AfD erschwert werden, auch wenn keine andere Partei mit ihr koalieren will. Die Partei hat mit einem Ergebnis von 32,8% im Landtag 32 Sitze gewonnen. Das ist mehr als ein Drittel und bedeutet eine Sperrminorität. Damit kann die AfD Verfassungsänderungen ebenso blockieren wie die Auflösung des Landtags. Auch die Wahl von Verfassungsrichtern kann nicht ohne die Stimmen der AfD erfolgen. Dann nach Sachsen. Dort will die CDU weiter regieren. Aber wie in Thüringen wird auch in Sachsen kaum ein Weg am BSW vorbeiführen. Eine Koalition aus CDU, BSW und Grünen erscheint unwahrscheinlich, hatte Ministerpräsident Kretschmer im Wahlkampf doch immer wieder klargemacht, dass er mit den Grünen nicht weiter regieren will. Also wird es vielleicht ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD. Entsprechende Gespräche sollen jetzt geführt werden, sagt Kretschmer. Das wird nicht leicht. Das geht auch nicht schnell. Das ist auch gar nicht das Ziel. Es geht darum, in Ruhe und mit großer Verantwortung darüber zu sprechen, welche Themen jetzt notwendig sind. Ohne Sarah Wagenknecht geht es also nicht, dass sie bei potenziellen Koalitionsverhandlungen mit am Verhandlungstisch sitzen wird. Das hat die Bundesvorsitzende schon vor den Landtagswahlen angekündigt. Und die sächsische BSW-Vorsitzende Sabine Zimmermann macht noch einmal klar, es wird auch immer um Themen der Bundespolitik gehen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber wenn die CDU und die SPD hier nicht grundsätzlich ihre Politik verändern, werden wir uns hier auch nicht an einer Regierungskoalition beteiligen. Denkbar wäre theoretisch auch eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD, wobei ausgeschlossen ist, dass sich die CDU von der AfD als tolerierender Kraft abhängig macht. Auch nach einer vom BSW tolerierten Minderheitsregierung sieht es nicht aus. Und dann gab es noch diese Korrektur. Der Landeswahlleiter gab zu, durch einen Softwarefehler wurde eine falsche Sitzverteilung im vorläufigen Endergebnis veröffentlicht. Grüne und SPD bekommen jetzt einen Sitz mehr, CDU und AfD je einen Sitz weniger. Damit verfehlt die AfD eine Sperrminorität im sächsischen Landtag und ist sowieso nicht ganz zufrieden mit ihrem Ergebnis, so der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban gestern. Wir sind unter unseren Erwartungen geblieben. Wir hätten gern etwas mehr gehabt, als wir bekommen haben. Wir haben auch als AfD an BSW-Wähler verloren, das wissen wir aus der Wählerwanderung. Und insofern sind wir jetzt knapp zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Wir hatten es gestern schon mal kurz angekündigt. Heute ist es soweit, der Migrationsgipfel beginnt mit Vertretern der Ampelkoalition und den Ländern. Schon vorher treibt die Union die Beteiligten vor sich her. Nicht das Waffenrecht und Abschiebungen seien das eigentliche Problem, sondern der, Zitat, nach wie vor ungesteuerte Zuwanderungsdruck, Zitat Ende. Das sagte CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin. Wenn die Koalition nicht bereit sei, über eine Begrenzung der Zuwanderung zu reden, dann, so Merz, brauchen wir keine weiteren Stuhlkreise, dann brauchen wir keine weiteren therapeutischen Gespräche. Die Bundesregierung wiederum bemühte sich, die Erwartungen an das Treffen heute zu dämpfen. Ich würde eher dafür plädieren, jetzt erstmal abzuwarten und nicht im Vorhinein hier große Erwartungen zu formulieren, das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. An dem Treffen im Bundesinnenministerium nachher sollen für die Bundesregierung unter anderem Innenministerin Faeser, Justizminister Buschmann und Außenministerin Baerbock teilnehmen. Für die Länder vertritt Hessen die Unionsseite und Niedersachsen die SPD-Seite. Was wusste Martin Winterkorn? Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt heute der Prozess gegen den einst mächtigen VW-Konzernchef. 3 Jahre später als geplant. Es ist die strafrechtliche Aufbereitung des Dieselskandals, der Europas größten Autokonzern bis heute rund 32 Milliarden Euro gekostet hat. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Und wir werden alles tun,
um ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. So entschuldigte sich der frühere VW-Chef Winterkorn damals vor 8 Jahren per Videobotschaft bei den vom Dieselskandal betroffenen Kunden. Danach war lange nichts. Eigentlich sollte Winterkorn schon 2021 vor Gericht erscheinen. Doch mehrere Hüftoperationen machten die Planung der Strafjustiz zunichte. Nun soll es wirklich losgehen, auch wenn die Gesundheit des jetzt schon 77 Jahre alten Angeklagten weiter angeschlagen ist. Winterkorn gilt als Schlüsselfigur im Dieselskandal. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug, Falschaussage und Marktmanipulation vor. Im Kern wird es in Braunschweig darum gehen, wann genau Winterkorn was wusste und wie er mit diesem Wissen umgegangen ist. Die lange Verzögerung des Strafverfahrens sorgt für Kritik. Es schade dem Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn der Vorwurf eines gravierenden Fehlverhaltens so lange ungeklärt im Raum bleibe. Das sagt die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, der FAZ. Und dann noch das heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Zur Halbzeit der Filmfestspiele in Venedig haben George Clooney und Brad Pitt ihren großen Auftritt. In der Actionkomödie Wolves, die außerhalb des Wettbewerbs läuft, spielen die beiden zwei Tatortreiniger im Gangstermilieu, die für den gleichen Auftrag angeheuert wurden und sich zur Zusammenarbeit gezwungen sehen. Zur Premiere schritt Brad Pitt Hand in Hand mit seiner Freundin Inés de Ramón in den Kinosaal. Es war das Debüt der beiden auf dem roten Teppich. Auch dazu lesen Sie online mehr auf faz.net. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Morgen früh sind wir zurück. Bis dahin alles Gute.